2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast, du Opferlamm des Lebens. Du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Du sahst Gewalt und Polizei, du wolltest alle Menschen frei und Frieden auf der Erde. Du wusstest, wie das Elend tut, und wolltest alle Menschen gut, damit es schöner werde. Du warst ein Revolutionär und machtest dir das Leben schwer mit Schiebern und Gelehrten. Du hast die Freiheit stets beschützt und doch den Menschen nichts genützt. Du kamst an die Verkehrten. Die schwedische Schülerin hat dem Kampf für mehr Klimaschutz ihr Gesicht gegeben. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias. Und werden viele irreführen. Deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Die schwedische Schülerin und Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Ja, man wird euch verraten. Verfolgen wird man euch. Und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander hassen und werden einander verraten. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier.